Hallo schön, meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Ich bin schon mal zum Sonnentempel gereist und wir gehen jetzt erstmal ins Chronikum und geben dem einen Typen Bescheid, wo wir die eine gefunden haben, weil die Schwester gestorben ist an der bla bla bla. Es ist so durcheinander. Ich komme gar nicht hinterher. Und das, hier, da ist er. Hallo. Was? Schreitet wohl. Ich habe Elia gefunden. Sie war auf dem Friedhof beim Grab ihrer Schwester. Ich schätze, ich sollte etwas Nachsicht walten lassen. Hier, das sollte euch für eure Zeit entlohnen. Jetzt entschuldige ich mich, wir haben eine Menge zu tun. Arschloch. So, das war jetzt relativ schnell. Gut, dann gucken wir mal ins Journal. Bla bla bla. Wartet, bis der die Zeremonie vorbereitet irgendwann hat. Vielleicht, naja. Müssen wir jetzt noch weiter warten? Oder was? Das kann jetzt mal auch langsam losgehen, finde ich. Weil es ist doch jetzt auch eigentlich schon ein Tag rum, oder nicht? Müssen wir jetzt uns hier noch irgendwo ein Zimmer nehmen? Wenn nicht, können wir uns vielleicht irgendwie in dem Bett nochmal pennen legen, wo wir vorher geschlafen haben. Eventuell. Allerdings weiß ich nicht mehr, wo das war. Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. Halt doch deine Fresse. Das mache ich hier gleich mal richtig Rabatz. Dann schmeiß ich mit Stühlen. So. Wunderkind, ich habe gehört, dass ihr eine... Quartiere. Dann gehen wir mal zu den Quartieren. Wie spät ist es eigentlich? Kann man sich das irgendwo anzeigen lassen? So, weiß ich nicht, 17 Uhr oder... Keine Ahnung. In ewiger Umnachtung und endlos stummer Qual, so dämmern sie dahin in ihrem... Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Sakrament und deinen Vater im Leben und im Tod. Wir können hier schlafen, das ist ja nice. Ich glaube, ich speichere mal ab. Es ist 2 Uhr nachmittags. Dann schlafen wir mal 4 Stunden, 5 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden. Dann ist es sehr spät schon. Schlafen wir mal 4 Stunden, ja. 4, 5, 6 und 29. So. Sie singt immer noch dasselbe Lied nach 4 Stunden. Mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Schlafen wir noch mal eine Stunde, oder? Oh, komm, geht. Same ist mein Sakrament und deinen Pfad will ich ehren. Im Leben. Jetzt muss aber gut sein. Oh, ich komme nicht durch die Tür. Geht weiter. Doch eines Tages kamen sie. Ist er nach draußen? Jetzt muss es aber langsam wirklich mal. Also, jetzt ist es ja schon 8. Da gehen ja alle zur Ruhe. Oder so. Jetzt, wenn das jetzt abgestürzt ist, raste ich richtig aus. Hände weg. Ah! Wunderkind, ich habe gehört, dass ihr eine Menge von Kampf versteht. Kampf versteht. Mich würde interessieren, was da dran ist. J. Wartet bis der... Ich habe die Prüfung überstanden. Alles, was nun zu tun bleibt, für Kalia mich den heiligen Eid abzulegen, der uns Hüter sagt, ich soll einen Tag wiederkommen. Bis dahin wird die Zeremonie vorbereitet. Ja, vielleicht ist der nächste Tag gemeint. Noch. Also noch ein Tag. Na gut. Ist da was, dann legen wir uns halt nochmal hin. Ich will jetzt auch jetzt albern hier Ewigkeiten rumzueiern. Ich will jetzt endlich mal Hüter sein. Na, sieh mal einer an. Oh. Wie kann ich euch helfen? Hey! Ja. Wie seid ihr eigentlich zu... Gibt es schon irgendwelche Neuigkeiten bezüglich der Söldner in Alt-Raschengrad? Ein paar schon, ja. Die Söldner kamen definitiv nicht aus Enderal, so viel steht fest. Und der Dummheit sei Dank hat einer der Kerle ein Dokument mit einem Siegel in seiner Tasche gehabt. Aber noch können wir es nicht zuordnen. Warten wir mal ab. Okay. Dann nochmal die andere Frage. Na sowas. Jemand, der sich für etwas anderes interessiert als unser Wissen über die Pyrea. Aber ihr habt Glück, ich bin derzeit wirklich in Gesprächslaune und hätte auch das ein oder andere, was ich gern über euch wissen würde. Nein. Wartet mal einen Augenblick. Aratialischer Brandwein, Jahrgang 8214. Was sagt ihr? Ein Glas und ein gutes Gespräch? Gerne doch. Gut, dann kommt mit. Ich kann nichts machen. Ach so.
Sieh mal einer an. Jetzt in der Kneipe? Ach du Scheiße. Arsch der Welt wahrscheinlich wieder. Oder es passiert doch einfach gar nichts. Ach doch. Wenn ich das so höre, bereue ich keinen Augenblick. Ostian zurückgekehrt. Hallo? Was ist los? Auch wenn der Gedanke manchmal da war. Ach, ihr stammt aus Ostian. Ich dachte, ihr wärt aus Garak. Zumindest seht ihr so aus. Na sowas. Jemand, der es mir direkt ins Gesicht sagt. Ja, ihr habt recht. Ich hab's garaksches Blut in mir. Auch wenn es im Vergleich dazu, wie sehr man es mir noch ansieht, ziemlich wenig ist. Mein Großvater, er diente in der Marine des Südreichs. Und eines Tages haben sie ein skaraksches Plünderschiff besiegt und die Skarak drauf gefangen genommen. Einige davon waren Frauen. Er hat sich in eine verliebt, sie befreit und... Naja, Charmeur. Den Rest könnt ihr euch denken. Aber um eure eigentliche Frage zu beantworten, ja. Meine Familie stammt ursprünglich aus Ostian. Allerdings bin ich vor 10 Jahren von dort geflohen. Die richtige Wahl, wie ich euch vermutlich nicht zu erzählen brauche. Der Schöpfertempel war immer ein Haufen fanatischer Arschkekse. Aber Hohepriester Janus hat dem Wort Radikale eine ganz neue Bedeutung gegeben. Wisst ihr noch mehr über eure Großmutter? Ein Skarak und ein Nerimese. Das hört man nicht alle Tage. Naja, das ein oder andere Mal ist das sicher schon passiert. Und nein, ich weiß nichts über sie. Nur, dass sie meine Mutter gebärt hat und 2 Jahre danach wieder zurück auf die Inseln geflohen ist. Ihr hättet sehen sollen, wie die Leute immer auf mich und meine Mutter reagiert haben. Selbst als 7-jähriges Mädchen haben sie sich verhalten, als hätten sie erwartet, dass ich im nächsten Moment eine Totenschädelkette auspacke und alles verfluche, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Die Ideologie des Schöpfers war schon immer brutal. Wer darauf sein Leben aufbaut, macht sich zu einem Pulverfass. Gib einem Menschen zu viel Macht und er verliert den Bezug zur Realität. So war das schon immer. Vielleicht. Krieger des Schöpfers. Kampf gegen die Ungläubigen. Mittlerweile versuchen die Kinder des Schöpfers ja gar nicht mehr zu vertuschen, wie verdammt radikal ihre Ideologie eigentlich ist. Und trotzdem, die Rekruten rennen ihnen die Türen ein. Ganz versessen darauf, endlich Ungläubige töten gehen zu können. Aber hey, ich schätze, das ist der Reiz von Religion. Denk nicht selbst nach, lass dir von jemand anderem sagen, was richtig und was falsch ist. Das war es zumindest, wie sie meinen Bruder ranbekommen haben. Ihr habt einen Bruder? Hatte. Er war ungefähr 15 Jahre älter als ich und schon immer etwas geplagt. War cool. Das war sein Name. Wisst ihr, meine Familie war sehr wohlhabend, bevor wir geflohen sind. Tuchhändler für Generationen. Die Besten in Ostian. Ich schätze, deshalb hatte mein Vater auch so hohe Erwartungen an Rakul als einzigen Sohn. Ich als Frau schied ja als Nachfolgerin aus. Aber Rakul, er war einfach nicht dafür geschaffen, wisst ihr? Er war schüchtern und introvertiert. Und mit Geld konnte er sowieso nicht umgehen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie oft mein Vater ihm gesagt hat, dass er eine Schande für die Familie sei. Und dann ist er den Schöpfertempel beigetreten, hat zum Glauben gefunden. Wenn ihr es so nennen wollt. Rückblickend glaube ich, dass der Tempel ihm nur das gegeben hat, was Vater ihm konsequent verweigert hat. Eine Perspektive. Und das Gefühl, gebraucht zu werden. Nach seinem Beitritt hat er fast den ganzen Tag im Tempel verbracht und kannte die ganze Rania, ihre heilige Schrift, auswendig. Tja. Und eines Tages hat er verkündet, dass ihm die Messe allein nicht mehr reichen würde. Er wollte den Maskierten beitreten. Den Kriegern des Schöpfers. Klingt für mich, als hätte euer Vater in seiner Rolle grandios versagt. Ach Quatsch! Mein Bruder war doch nicht der einzige junge Mann mit einer schweren Kindheit. Das entschuldigt gar nichts. Natürlich, mein Vater war nicht ganz unbeteiligt. Aber die wahren Schuldigen waren diese Bastarde, die sich Prediger nennen. Sie nutzen die Verwundbarkeit von Menschen wie Rekul schamlos aus und indoktrinieren sie mit ihrer beschissenen Ideologie. Und wenn das erstmal getan ist, senden sie in den Kampf für irgendwelche heiligen Kriege. In anderen Worten, ihre eigenen Interessen. Wie Figuren auf dem Schachbrett. Und wenn sie sterben, kein Problem. Dann nennen sie es eine verdammte Ehre. Es tut mir leid, Madame. Euer jüngster Sohn ist gerade gestorben.
Aber keine Sorge, er ist jetzt an einem besseren Ort und isst Weintrauben mit Honig. Welch ein Trost, nicht wahr? Weintrauben. Wo wir schon dabei sind, habt ihr irgendwelche anderen vernachlässigten Kinder für uns? Wir brauchen nur das Material. Tja. Ich hasse diese Bastarde. Ich hasse sie so sehr. Dann liege ich richtig in der Vermutung, dass euer Bruder im Kampf gefallen ist? Für den Schöpfertempel? Falsch. Er wurde niedergemetzelt. In Stücke gehackt von Kanzler Baratheons Kavallerie. Das war vor den Friedensverträgen. Ich würde mich wundern, wenn diese Mistkerle ihm gezeigt haben, mit welchem Ende der Lanzemann zusticht, bevor sie ihn in die Schlacht geschickt haben. Aber naja. Ich schätze, das klärt die Frage, wie ich in Narazuls Ohren gelandet bin, oder? Ich war es leid zu sehen, wie Menschen Religion für ihre eigene Machtgier missbrauchen. Der Schöpfer, die Lichtgeborenen, der große Geist. Dieselbe Scheiße anders verpackt. Und wisst ihr was? Ganz egal, wie viel Chaos der Tod der Lichtgeborenen ausgelöst hat. Ich bereue es nicht, ein Teil davon gewesen zu sein. Nicht im geringsten. Es war das Richtige. Naja, ich würde sagen, wir machen hier einen Schnitt. In Ordnung? Es war ein gutes Gespräch, aber ich muss mich echt langsam aufs Ohr hauen. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Oh. Gut, jetzt bin ich hier den ganzen Scheißweg hergelatscht. Du würdest dann aber auch mal wieder gut. Weil du hier von irgendwelchen Hallo. Kackpratzen berichten wolltest. Wo geht's denn hier raus überhaupt? Hallo? Naja. Nach unten? Oh, what? Nee, nicht nach unten. Heute Met im Angebot. Schön. Ja. Tür öffnen, Experte. Na dann. So. Ich war hier schon mal drin. Adelsviertel. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Ja, dann zum Sonnentempel und nochmal aufs Ohr hauen, oder? Also was anderes würde mir jetzt auch gar nicht einfallen, wenn ich ehrlich bin. Reicht auch hin. Hinhe. Sorry. Eier, ich weiß. Ist euer Spiel zu leicht? Könnt ihr das Spiel auf noch höher stellen? In den Fesseln der Lust. Gelesen von dich. So. Wartet, sagt das noch. So viele fremde Gesichter. Na, das ist doch schön. Boah, wo geht's denn jetzt hier lang, ey? Scheiße. Guten Abend. Guten Abend, ich will zum Sonnentempel. Beim Namen der Sonne, das Nerim und besser noch Ostia. Oh, bei den nunmehr verstorbenen sieben Göttlichen. Was bringt euch das war Shiri. So viel zu tun. Wie sie die Wegweiser zum Sonnentempel. Danke. Das sieht geil aus, aber das habe ich noch so noch nie gesehen. Der Anspruch an die Novizen des Ordens ist groß. Vor dem Aufstieg zum Ordenshüter müssen sie eine Prüfung ablegen, die nicht nur ihre kriegerische Fähigkeiten auf die Probe stellt, sondern auch von Albträumen geplagt wird. So, geht jetzt nochmal Runde pennen oder was? So what? Ja, ich schlafe jetzt nochmal. Bis Mittag. War auch alles sehr anstrengend. Mal was zum Gruße. So, hier ist auch immer wieder dieselbe Kacke am Dampfen. So, jetzt haben wir es 9 Uhr, 12 Stunden, ach komm, 14 Stunden bis 11. Aha, an der Zeremonie im Sanktum teilnehmen. Du bist mein Tod. Oder sowas. Boah, immer wenn ich hier nach draußen gehe, ne? Hab ich die Angst vor Abstürzen. Auch wenn immer so gar kein Sound kommt. Ah, jetzt geht's. Wunderkind, ich habe gehört, dass ihr eine Menge vom Schwertkampf versteht. Mich würde interessieren, was da dran... Wo ist der verdammte Sanktum? Ist. Da. Schreitet wohl. Dabei. So.
Sonnentempel Sanctum. Ich überlege, ob wir das jetzt hier... Ich glaube, wir machen hier noch einen Cut. Und dann haben wir in der nächsten Folge auf jeden Fall das Ganze drauf. Nicht, dass wir das jetzt hier trennen müssen oder so. Ja, würde ich sagen. Dann bleibt mal Main und morgen geht's weiter hier an der Stelle. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Main bleiben, bis dann. Tschüss!